So, willkommen zu Part 13 unseres Half-Life 1 Let's Plays. Im letzten Part sind wir nach Xen geportet und haben den ersten Gegner, den Gonarchen, getötet. Oder Gonarch, dieses lustige vierbeinige Viech mit dem dicken Sack. Wie man im Hintergrund schon sieht, habe ich gerade schon mal das nächste Level kurz probiert, bin aber 20 Minuten lang rumgeirrt, ohne zu verstehen, worum es geht. Und habe jetzt nochmal, beziehungsweise es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also überhaupt nicht. Und demnach werde ich das nochmal machen. Und zwar etwas schneller. Und zwar müssen wir da oben scheinbar auf den Teleporter drauf kommen. Und ja. Wir sind hier auf einer kleinen Insel, die rumfliegt. Wenn man am Rand runterfällt, stirbt man. Fällt ins Nichts. Aber hier ist noch ein Spalt. Wenn man dort runterfällt, stirbt man ebenfalls. Ein paar Aliensklaven sind hier. Es gibt fliegende Plattformen, fliegende Mantarochen. Es gibt da vorne den einen Teleporter. Es gibt ein paar von den fliegenden Föten mit den Riesenköpfen. Oder was das auch mal darstellen soll. Aber für mich sind das riesende fliegende Föten. Und da haben wir den Spalt erwischt. Sehr gut. Rein zu Demonstrationszwecken natürlich. Ich wollte euch ja mal zeigen, wie das aussieht, wenn man runterfällt. Das habt ihr bei mir ja bestimmt noch nie gesehen. So, jetzt will ich noch mal kurz eben alles töten. Die Sache ist letztes Mal, weswegen ich halt auch beschlossen habe, diese Aufnahme zu wiederholen, habe ich rund 10 Minuten gebraucht, um diesen Höhleneingang zu finden. Ja, so talentiert bin ich gerade. Hier oben gibt es einmal Energie. Und was es hier noch gibt, sind diese lustigen Spinnenweben-Dinger. Und mit denen kommt man dann auch hier unter die Erde in die Höhle. Das ganze Ding ist nämlich unterhöhlt. Und ja. Jetzt mag man sich fragen, wie man denn aus diesem unterhöhlten Ding nach ganz oben kommen soll. Jetzt haben wir hier uns eine Falle ausgelöst. Ach du Scheiße. Kriegt nur noch Schaden. Aber sehr wenig, na gut. Wie man denn von hier unten gleich nach da oben kommen soll, die Frage lässt sich in Kürze beantworten. Und zwar gibt es hier oben diese riesengroßen Pillar, diese riesengroßen Säulen, die vier Stück. Und eine dieser Säulen, die lässt sich von hier unten aus einfahren. Und da können wir dann draufstellen und uns nach oben fahren lassen. Sehr praktisch geht. Da haben wir sie. Das Riesenteil. Ich frage mich so ein bisschen, was das hier darstellen soll. Das könnten die Rippen sein, die großen Dinger, aber sonderlich lebend wirkt die Insel nicht und sie hört sich auch sehr metallern an, aber. So, fahren wir hoch. Aua. So, jetzt sind wir ganz oben drauf auf so einem der Pillar. Und dann ein paar von den Großhirnföten töten. Mein Gott, so. Und da wollen wir gleich hin. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem Rücken eines Mantas. Guck mal, jetzt sind gerade mal 4 Minuten her und ich habe das erfahren, was ich letzte Aufnahme in 20 Minuten nicht geschafft habe. Und ich glaube, dann ist das ganz gerechtfertigt, dass ich das nochmal angefangen habe. Vielleicht sollte ich nur fallen und nicht springen, dass ich weniger Schaden kriege. So. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, müssen wir gleich mal gucken, welcher der Rochen der richtige ist, der da ganz nah ranfährt. Ich habe es letztes Mal auf einem anderen probiert und habe mir dann eher eine ganze Reihe Fallschaden eingeheimst. Speicher mal hier und glaube, dass hier. Oh, das hier könnte der richtige sein. Lässt sich auch ganz einfach rausfinden.
Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Und nächster Abschnitt. Sehr schön. Speichern. Energie ist schon mal gut. Leben habe ich noch einiges verloren. Und was grummelt jetzt hier so? Oh, ihr seid hier auch heimisch, hä? Da ist gerade irgendwas tot rausgefallen. Das klang irgendwie nach den Vortigons aus Half-Life 2, wie sie irgendwas beschwören, aber sehen kann ich gerade nichts. Guck mal, wieder Gegner, die mich ignorieren. Irgendwas ist dann mit den Gegnern nicht in Ordnung, wenn die mich ignorieren. Irgendwas ist da doch buggy, oder? Aber ich will mich auch nicht beschweren. So. Na, was möchtest du da? Hast du Hunger? Guckst mich so an. Hier sind irgendwelche Metallstreben mitten in der Welt platziert. Puff. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ah! Nochmal da. Wieso folgt er mir? Und wo, wie renne ich vor ihm weg? Oder wo kann ich mit ihm hin? Ah. Hm. So, auch wenn wenn das Viech so roboterhaft aussieht, scheint es auch eins von den außerirdischen Wesen zu sein, die hier sehr heimisch sind. Oh, guck mal, das ist ein. Ne, da kommen wir da raus. Ne, wir kommen da nicht raus. Ein neuer Höhleneingang. Dann wollen wir uns den Höhleneingang doch mal näher angucken. So die Theorie. Jetzt gehen wir direkt zum lustigen Höhleneingang. Oder wo kommen wir raus? Da kamen wir raus, genau. Und der Höhleneingang war da hinten. So. Ach, den kann man auch andere Seite betreten. Ich habe gedacht, ich hätte eine schöne, versteckere Höhle gefunden. Nichtsdestotrotz gibt es hier gut Ausrüstung. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Leben kriege ich nicht mehr. Aber immerhin volle Energie. Das ist schon mal sehr schön. Ach, da haben wir wieder Großhirntöten. Da auch. So, dann noch einer. Weg damit. Nochmal speichern und gucken uns auch nochmal eben den Pool hier vorne an. Für die ja, da hänge ich kurz fest. Eben heilen hier, sehr praktisch. Um die Ecke gucken, da ist nichts. Also wir müssen echt zu dem riesen Monster hin, wa? Da bin ich jetzt ja nur mäßig begeistert von. Oh, mal gucken, ob man hier noch andere Wege irgendwo. Oh, guck mal, da ist noch eine Höhle. Wo geht's hier hin? Okay. Oh. Nee, die wollte ich nicht besuchen. Also sonst sehe ich hier auch nichts, ne? Zwei Dinger am Himmel, aber. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Kommen wir da oben irgendwo hin? Tatsache. Haha. Na, wann hast du dich denn hier verkrochen? Gut, speichern wir nochmal. Jetzt wecken wir gleich das große Viech. Die Frage ist nur, was machen wir dann, wenn es wach ist? Oder wenn es uns gejagt hat? Ansonsten gab es immer eine Möglichkeit, das Viech zu töten, aber. Vielleicht verträgt er sich ja nicht mit dem Wurm hier. Du musst auch mitkommen. Ich habe hier einen Wurm für dich. Könnt ein bisschen. Aber wahrscheinlich seid ihr eh Best Buddies, hä? Hm. Ach. Wir gehen mal dahin, wo er herkommt. Mal gucken, ob es hier was Tolles gibt.
Ja, wir können in beide Richtungen potenziell weiter. Hier gibt's nichts, was wir. Oh, da ist er wieder. Oh. Ich bin nicht hier. Geh weg. Außerdem schmecke ich ganz grausam. Oh, jetzt steht er da dumm rum. Und rennt wieder weg. Sehr schön. Besser hätte es auch gar nicht laufen können. Da geht es auch nicht lang. Wow, der Sprung war etwas anders als geplant. Oh. Ich speichere mal, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Da ist wieder so ein Viech. Eine Granate drauf, dass wir weiterkommen. Ah, oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Hier liegen auch Granaten rum. Ein Link mit dem Zaunfall, wie mir scheint. Nein, nein, nein. Ich häng fest. Ich fall runter. Ja. Dass man hier auch überall runterfallen kann. Irgendein Monsterchen hat gerade Langeweile und ist einsam. Nein. Nochmal nein. Ach nee, da kommen wir her. Ach verdammt. Wenn wir hierher kommen, wo müssen wir denn hin? Nein, da müssen wir nicht hin. Geht doch nochmal eben wieder zurück. Ich möchte da nochmal lang. Danke. Ups, das war natürlich auch ein sportlicher Schritt. Ah. Habe ich schon mal erwähnt, dass es irgendwie lustig ist, dass mich die ganzen Viecher ignorieren? Aber wir haben den zweiten Teil des Parcours geschafft. Sehr gut. Das klingt interessant. Rückwärts abgespielt, will ich das Ding bestimmt begrüßen. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Hi. Ich komme in Frieden. Bestimmt. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht in Frieden komme, aber. Details, Details. Fahrstuhl. Sind die gerade getötet? Hallo? Hä? Was machst du nun? Mal gucken, was passiert, wenn ich dem hinterherlaufe. Oh, kann ich nicht. Na gut. Nein. Keine macht den Großhirnföten. Oh, weiter nach oben. Oh, hier mit. Irgendwas füllen die hier in Fässern ab. Wahrscheinlich bin ich in die außerirdische Brauerei geraten. Okay, sieht ungesund aus, aber macht uns keinen Schaden. Aber jetzt werden wir eingequetscht.
Das heißt, damit kommen wir auch nicht hoch. Okay, wieder was gelernt. Aber mal schauen. Irgendwann noch so ein Fötus. Weg damit. Ich habe dennoch das Gefühl, dass ich da irgendwo oben drauf muss. Ich weiß, also... Oder gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg, den ich übersehen habe? Mal wieder. Oh, ja, ein bisschen HP. Das ist auch schick. Das nehmen wir auch mit. Aber sonst... Kann die kaputt schlagen? Nee, auch nicht. Mal ausprobieren, ne? Da ist auch nichts drunter. Also nochmal bis nach oben. Soweit wie wir halt kommen. So, jetzt fährt der wieder runter und dann kann ich... Okay, der fährt eh noch eine zweite Stufe hoch. Nur macht auch nichts, wir können auch nochmal springen. Da ist keine Wand vor, da müssen wir bestimmt hin. Dann wollen wir da mal hinkommen. Mal speichern hier. Könnte das wirklich die deren Brauerei sein? Lass uns ab hier in Ruhe. Nach dem xenischen Reinheitsgebot gebraut. Nein, das xenische Reinheitsgebot genügt uns nicht. Es muss vernichtet werden. Wir drohen kein Konkurrenzbier. Munition wird langsam etwas knapper. Zumindest die Magnum-Munition. Ansonsten bin ich ja noch bis unter die Zähne bewaffnet, aber... Da unten war noch Munition. Komme ich da irgendwie hin ohne... Oh, einfacher Weg. Ich probiere es aus. Ja, dann kann ich das Ding jetzt benutzen. Muss ich aber nur eben warten, bis sich das aktiviert. Nein, ich kann es nicht benutzen. Aber ich kann hier den Weg nochmal gehen, wa? Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Wunderbar, es ist auch einer. Oh, das ist die Abfüllanlage. Sieht aber nicht so sonderlich bekömmlich aus. Das wollen wir doch auf unserem Markt nicht. Seitenfeld ist das ja was Leckeres. Ich meine, man stelle sich vor, das ist jetzt irgendwie total das geile Getränk. Und die wollen unseren Atommüll. Also, außerirdischen Bier gegen Atommüll. Wir sind unser Atommüll los und kriegen ein geiles neues Bier. Potenziell ist das doch eine Überlegung wert. Lass mich in Ruhe da oben. Ich möchte eurem Chef mal das Bier abkaufen und deswegen sind sie sauer. Die wollen das für sich behalten. Nein, Chef, du kannst doch unser Bier nicht verhökern. Wir haben doch nur so wenig. Aber Chef ist geil auf Atommüll. Tut mir leid. Ich brauche auch zwei davon. Na gut. Oh, müsst ihr euch mal... Übersehe ich euch oder portet ihr euch tatsächlich immer hinter mich? Oder meinen, da sind noch ein Zweiter? So. Soll ich eigentlich nur das Portal zur Erde schließen oder soll ich die komplette Alien-Population ausrotten? Ich sehe dich. Langsam kommt mir das vor, als müsste ich eher die komplette Alien-Zivilisation ausrotten. Wie geht's hier nicht weiter scheinbar? Ach doch, dazwischen vielleicht. Oh, sind das vielleicht Explosivdinger oder sowas, zwischen denen ich gerade stehe? Weil die sind so im Weg. Könnte sein, dass man die einfach ausräumen kann. Oh. Langsam wird das auch ein bisschen enger mit der HP. Nein. Meine Güte. Sterb doch. Da ist noch wieder so ein Transportding, den ich nicht benutzen kann. Speichern wir nochmal und
klettern wir hier rein und gucken mal, wo es hingeht. Selbst die Außerirdischen haben Luftschächte. Interessant. Oh, hier geht's wieder runter. Ich hab gedacht, ich müsste weiter hoch. Aber die Richtung soll mir egal sein. Wäre auch schön, wenn ich hier irgendwo Leben finden würde. Also wenn hier überall schon Wissenschaftler drin waren und die so viel Ahnung wahrscheinlich von den Planeten schon haben, wieso haben sie mich so komplett unvorbereitet losgeschickt? Das ist aber sehr unfreundlich. Jetzt hat der mich hier gewonnen. Das ist natürlich auch unfreundlich. Wo war jetzt der Weg? Ach ne, wir sind hier gerade runtergefallen. Da geht's lang. Speichern. Bringt mich zu eurem Anführer. Boah. Na, fuck. Ich habe ihn verfehlt. Also nochmal. Wenn ich zielen könnte, wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Oh. Wenn ich jetzt diese Aufzug-Teleporter-Dinger noch benutzen könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wieder buggy ist, dass ich die nicht benutzen kann. Aber ich weiß es auch nicht. Brauche ich jetzt noch Ach, die heilen mich! Dass mir das nicht eher aufgefallen ist. Dann warten wir mal kurz, ne? Das ist ja praktisch. Und ich wundere mich, dass sie hier so wenig leben und die so viel Schaden machen. Eieiei. So, speichern wir nochmal. Jetzt, wo wir voll sind, müssen wir gleich zu lange laden. Viecher überall. Das sind sogenannte Großhirnflöten. So, da muss ich doch bestimmt hoch. Ach, mein Aiming war auch schon mal besser. Die machen gerade ganz schön gut Schaden, ja, die Bastarde. Ja, brauchen wir ja nochmal andere Methoden auch. Das ist doch schon etwas effektiver gerade. Au. Oh. So, lebt noch was? Nee, dann speichern wir lieber nochmal. Das ist ja. Juhu, Heilung! Der war auch verpackt. So, komm, heil, heil, heil. Aber langsam habe ich den Dreh doch besser raus. Ich glaube, diese Waffe ist da gerade etwas geeigneter zum Bekämpfen. Die Projektile des Crossbows fliegen doch etwas langsam. Wenn die ganze Zeit rumfliegen, sind die schwer zu treffen. Ach, ich höre sie schon wieder. Hallo. Nein! Gut, dass ich gerade oben gespeichert habe. Ne, der fliegt nicht höher, der fliegt höher. So. Hoch. Ja, geht doch. So, das sah von Portalart her so aus, als wären wir jetzt mit dem ganzen Parcours fertig. Speichern wir erstmal wieder.
Das kann man ein bisschen hier easy peasy rüberspringen. Kein Problem. Muss ich da jetzt reinspringen oder sowas? Zumindest tut sich was. Nihiland. Ah! Der Oberfötus. Und nun? So, jetzt haben wir hier so einen riesengroßen Fötus vor uns. Ich habe den Kampf gerade schon mal ein paar Minuten oder ein paar mehr versucht. Das hat mäßig funktioniert. Ist, es dauert, der Kampf hat halt ewig gedauert und ich kam nicht voran, beziehungsweise ich bin immer wieder dämlich gestorben. Naja, richtig. Jetzt müssen nämlich erst diese lustigen Energiekristalle von ihm kaputt machen, damit er sich nicht wieder mit Energie vollreihen kann. Nämlich Energiebubbles um seinen Kopf rumfliegen. Die symbolisieren, wie viel Energie der Kampf hat. Aber wenn man ihn beschießt, holt er sich halt aus den Kristallen neue. Jetzt sind die Kristalle kaputt. Jetzt kann man sich davon keine neuen mehr holen. Das habe ich gerade natürlich pfiffigerweise schon mal. Meine ganzen Staubsauger auf den zerbrochen. Er verliert es alle paar Schüsse oder jeden Schuss verliert er ein paar von den Bubbles. Seine Attacken sind primär die kleinen Schüsse, die wir gerade ausgewichen haben, die echt verdammt viel Schaden machen. Und er schießt Portale auf uns, die uns in andere. Einen von drei verschiedenen Räumen teleportieren. Da können wir dann Leben und Munition bringen, wenn wir das brauchen. Ich versuch's gerade mal ohne. So spannend waren die anderen Räume jetzt gerade. So, hat nicht mehr viel Energie. Nein, wir wollen nicht supportet werden. Stopp. Im jetzigen Kampf, der 10 Minuten lang dauert, habe ich die Portale nicht betreten und genau deswegen schneide ich jetzt einmal eben das Betreten der Portale dazwischen, damit ihr die auch mal gesehen habt. Oh, der teleportiert mich lustig durch die Gegend. Interessant. Ah, hier kann ich jetzt wieder Stück für Stück hochspringen, wa? Ah, guck mal, da kriegen wir auch noch ein bisschen Ausrüstung. Ah! In Ruhe. Ah. So. Dann noch einen höher kommen. So, weg damit. Hier ging es nicht hoch. Und dann geht es weiter hoch. Das ist eine Plattform. Also viel HP, wie er gerade rumliegt, habe ich gerade das Gefühl, dass wir entweder ziemlich oft hier reinkommen, oder? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich schießt er öfters ein Portal auf uns und jedes Mal kommt man dann hier rein oder so. Den Gegner habe ich noch nie besiegt, deswegen, also das ist jetzt echt Neuland. Oh, das ist ein anderes Ding. Und alles. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Wie komme ich hier raus? Ich sehe hier gerade nirgends ein Portal oder irgendwas. Muss ich vielleicht einfach alles kaputt machen? Da war jetzt mal nach. Ah, okay. Der fliegt langsam nach oben. Na gut. Jetzt fliegt er schneller nach oben.
Ja, Regen. Und krieg neue Munition. Oh oh, oh oh, oh oh. Nee, so hoch überlebe ich nicht. Dann springe ich lieber da rein. Ja, das überlebe ich. Glaube ich. Oh oh. So, alles mögliche an Munition und nochmal eben voll heilen. Das kann eben dauern. Tschubidu. Schenken wir uns nochmal Tee ein. 30 Leben. Ach, das dauert ewig. So, jetzt. Ach ja, mit dem Sprung kommen wir gleich da oben ran. Na, alles klar. Wissen wir schon mal, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir bloß noch eben das Heilen abwarten. Schubidubidu. Schubidubidu. Ist die Frage, wie wir dem gleich noch Schaden machen können. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe jetzt immerhin wieder ein bisschen Munition. 5 Raketen, die feuern wir gleich mal drauf ab. Aber sonst wird sich zeigen, was wir gegen ihn machen können. Ah, da vorne ist auch noch Munition. Die nehmen wir noch mit. Aber hier sind scheinbar überall schon mal humanoide Leute gewesen. So, seine Energie ist aufgebraucht. Speichern wir mal eben. Ups, das war. Speichern. Und jetzt kommen wir zu dem dort hinten, dem Sprungfeld. Ich glaube, das ist das, was am höchsten für einspringen lässt. Und dann können wir theoretisch über ihn springen. Und wenn er seinen Kopf öffnet, um an seine andere Energie zu kommen, an sein Hirn zu kommen. Ach, jetzt hat er uns von hinten erwischt. Wenn er seinen Kopf öffnet, muss man da reinschießen. Ja, ich kümmere mich mal eben hier ein bisschen um die anderen Viecher, die noch hier rumschwirren. Stören nämlich etwas. Kommen wir nicht noch irgendwo ein? Nein, komm. So, haben wir speichern. Das kann man ganz gut. Ah, da ist er. Meinte doch, da war noch einer. So, das war wieder eins. Ein Portal. Aua. So. Ah, macht das Schaden, du. Klappe. Je weniger Energie er hat, desto weniger Energiebälle kann er auch schießen. Aber ich schieße ja noch viel zu viel für meinen Geschmack. Und setzt uns damit noch ganz schön zu. Das nächste Portal können wir mal nehmen, um uns ein bisschen zu heilen, ne? Nein, das ist kein Portal. Das wollte ich nicht nehmen. Ich kann jetzt wieder alles schießen, weil wir wieder voll Energie hat. Oder nicht voller, aber... Nein, das wollen wir nicht nehmen. So ein Ding geht voran. Dreck. Ja, was beschwerst du mir? Wieder so ein Ding. Oh oh. Ja, einigermaßen anstrengend, das Viech.
Und ich bin ja schon wieder tot, wenn ich dämlich bin. So. Komm, schieß die Dinger. Dann springe ich zur Seite. Dann springe ich nochmal zur Seite. Springe ich nochmal zur Seite. Fast aufgebraucht, wir speichern noch mal eben. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich ihn getroffen habe. Aber vielleicht war das schon ein guter Schuss. Ah, noch mal sicher landen hier. Au. Das hat getroffen. Nein, 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 nicht drauf landen. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. To you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Jetzt möchte ich doch mal beide Optionen sehen. Ich werde jetzt einfach mal nicht reinlaufen. Wenn ich jetzt sterben sollte, laufe ich das nächste Mal rein. Mal gucken, was denn jetzt passiert. No regrets, Mr. Freeman. Oh, in der dritten Reihe. Das war sein letztes Wort. Der Trügel in die England fort. Bevor jetzt die Credits kommen, möchte ich aber gerade nochmal in das Portal reinlaufen und gucken, was passiert. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Wir mussten uns ja für diese Variante quasi auch endgültig entscheiden. Die andere war unser Tod und wir wissen, gibt es auch einen zweiten Teil von Half-Life. Und die Chancen, dass der als nächstes Let's Played wird, bestehen.
Und nun? Es lässt sich nichts bedienen. Es geht aber offensichtlich auch nicht weiter. Man macht aber Geräusche, wenn man springen möchte. Cool. Ja, das war's mit Half-Life 1. Vielen Dank fürs Durchhalten. 13 Episoden hat's gebraucht. Ich hoffe, dass es kein böses Omen. Und bis zum nächsten Mal. Was das für ein Spiel sein wird, weiß ich noch nicht. Half-Life 2 wird bestimmt noch Let's Played, ob es jetzt direkt am Anschluss folgt. Mal schauen. Stay tuned.